So, meine lieben Handballfreunde, hier ist wieder heute Handballtime, Sonntag, 16.45 Uhr. Die Damen von Grün-Weiß-Ferien empfangen heute den Tabellenvierten VfL Bad Schwartau. Und wenn ich hier mal richtig auf die Tabelle gucke, 20 zu 10 Punkte. Und wenn wir mal gucken bei Grün-Weiß, genau umgekehrt, 10 zu 20 Punkte. Das scheint ja vom Papier aus her gesehen ein spannendes Spiel zu werden. Und aus Sicht Schwerin richtig schwer. Wir haben hier zu Gast heute bei uns am Mikrofon die Kerstin Felkel. Hat ja sonst, wenn sie hier demnächst wieder für den für die grün-weißen Damen spielt, die Nummer 19. Du bist gerade frisch Mama geworden. Am 15.12.2009 war ein Dienstag. Ein Mädchen, wie heißt das Kleine denn? Kaya Felina. Wer hat den Namen ausgesucht? Den einen Namen hat mein Freund ausgesucht, den ersten Kaya, und ich habe mich für Felina entschieden. Okay, also ist das eine richtige Teilung gewesen und keiner fühlt sich benachteiligt. Bevor wir mal auf das Spiel kommen, hier heute Schwerin VfL Bad Schwartau zu Gast. Familienplanung erstmal abgeschlossen. Wann können wir dich erwarten, wieder hier Handball spielen zu sehen? Familienplanung auf jeden Fall erstmal abgeschlossen, aber steht in erster Linie auf jeden Fall. Ich habe jetzt letzte Woche mit dem Training wieder angefangen und werde jetzt so ganz langsam für mich selber entscheiden, wie es zeitlich auch inhaut und konditionell und muskulär natürlich auch. Seit wann bist du wieder im Training? Ich meine, musst du denn bestimmte Daten abfragen lassen, was der Trainer sagt? So, Kerstin, kommst jetzt mal zum Test, mal schauen, ob dann alles wieder klar ist, oder macht ihr das aus dem Bauch heraus und sagt so, jetzt geht's los? Das machen wir aus dem Bauch heraus. Ich werde in keinster Weise unter Druck gesetzt und wir müssen sehen von Woche zu Woche, wie schnell ich da wieder rankomme. Wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass man noch nicht wieder fit ist und die Verletzung da gegeben ist. Das wollen wir auf keinen Fall riskieren. Und ich höre heraus, wenn du spielen willst und musst, dann willst du auch sicherlich 100% fit sein und für die Mannschaft auch dementsprechend einsetzbar sein. Sonst macht es ja wohl keinen Sinn. Auf jeden Fall. Wir tun niemandem Gefallen damit, wenn ich nicht 100%ig fit bin. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Gegner an. Beide gemeinsam hier. VfL Bad Schwartau, habe ich ja schon gesagt, 20 zu 10. Auf der anderen Seite wir 10 zu 20. Aus deiner Sicht mal, würdest du heute einen Tipp abgeben oder sagst du, lass ich lieber? Also ein Selbstgänger wird es auf keinen Fall, aber die Mädels sind heimstark, sie sind motiviert und ein Selbstgänger für Schwartau wird es auf keinen Fall. Es wird ein spannendes Spiel, da bin ich mir ganz sicher. Beim letzten Auswärtsspiel beim Buxtehude 2 oder bei dem Team Buxtehude 2, das Ergebnis war eigentlich für alle doch ein bisschen überraschend, weil man doch hier klar zu Hause verloren hatte. Macht das denn Mut für die Mädels, auch hier heute gegen Schwartau zu zeigen zu Hause? Die Sporthalle wird ja hier auch genannt die Hölle. Hoffentlich kommen heute auch genug. Witterungsbedingungen sind schlecht draußen. Es sind Ach, und Handball. Die Herren spielen 16.30 Uhr wohl auch schon. Ja, sag doch mal da vielleicht was zu. Also wie ich schon erwähnte, Grün-Weiß, die Mädels sind heimstark, haben ein super Publikum im Rücken und sie haben gut trainiert die Woche. Und also, ich hoffe, dass es klappt. Es sind wichtige Punkte, die wir einfahren müssen, gerade zu Hause. Und ich drücke die Daumen auf jeden Fall. So, meine lieben Handballfans, also wir bedanken uns natürlich ganz herzlich hier auch bei Kerstin. Und sie hat es ja Ihnen hier eben in dem Interview geschildert. Wir hoffen, dass es dann bald soweit ist und sie dann wieder für die Damen hier, für ihre Mannschaft dabei ist. Zum Spiel brauchen wir nicht viel sagen. Die Mädels hier von Grün-Weiß haben zu Hause auch nicht Spiele gerade geliefert für schwache Nerven. Es war immer spannend. Es wird hoffentlich genauso sein. Wir melden uns dann nach dem Spiel gleich wieder, vielleicht nochmal zwischendurch zur Halbzeit. Und ansonsten, Kerstin, du kannst erstmal wieder weiter dich, du machst ja eine Art Vortraining mit und wir bedanken uns ganz herzlich. Bis dann. Tschüss. So, meine Lieben, hat man selbst hier bei Ihnen was? Begrüßen wir unsere Gäste von
Look at that, it's awesome.